der inszenierte Klimawandel. Was ist Klima? Kurz erklärt. Das Klima ist laut IPCC ein gekoppeltes, nichtlineares, chaotisches System. Das Klima ist der mit meteorologischen Methoden ermittelte Durchschnitt der dynamischen Prozesse in der Erdatmosphäre. Der Begriff Klima bezeichnet die Gesamtheit aller Wetterereignisse, die über einen längeren Zeitraum in einem größeren Gebiet stattfinden. Der übliche Wetterverlauf während eines Jahres gibt also das Klima wieder. Klima ist also ein statistisch ermittelter Zustand der Erdatmosphäre. Wie funktioniert ein Klimamodell? Ein Klimamodell ist im Grunde nur eine Simulationssoftware. Sie erlauben es, mit dem Computer Veränderungen des Klimas zu berechnen, Veränderungen, die in der Zukunft oder in der Vergangenheit liegen. Wie gut sind Klimamodelle? Die Klimamodelle können einzelne Aspekte wie die langfristige Entwicklung der globalen Temperatur und gewisse Veränderungen bei den Niederschlägen relativ gut abbilden. Haben jedoch Mühe, den ganzen Wasserkreislauf oder Veränderungen von Strömungsmustern korrekt wiederzugeben. Das Deutsche Klimakonsortium behauptet hingegen, Klimamodellrechnungen geben uns verlässliche Aussagen über künftige Entwicklungen. Wir erinnern uns. Das Klima ist ein gekoppeltes, nichtlineares, chaotisches System. Von einem gekoppelten, nichtlinearen, chaotischen System wird mit einer Simulationssoftware eine Modellrechnung erstellt, von der man Prognosen für die Zukunft ableitet, wie sich das Klima entwickeln könnte. Aber es wird noch besser. Wie warm wird es im Jahr 2050 sein? Dazu wetter.com. Im Sommer 2050 könnten Temperaturen von über 40 Grad in Deutschland normal werden. Überschwemmungen und Hitzewellen würden dann zur Alltagsordnung gehören. Könnte, würde, man verliert sich gern im Konjunktiv, aber Wettervorhersagen sind wie die Verkündung der Lottozahlen, ohne Gewähr. Was passiert 2050 mit der Welt? Utopia.de, Prognose, Vorhersage. Der Meeresspiegel ist 2050 bereits um 1,5 Meter angestiegen und könnte bis 2100 um 2 bis 3 Meter ansteigen. 35% des Landes und 55% der globalen Bevölkerung sind über 20 Tage pro Jahr tödlicher Hitze jenseits der Schwelle menschlicher Überlebensfähigkeit ausgesetzt. Reine, trockene Luft hat in bodennahen Schichten der Atmosphäre etwa folgende Zusammensetzung. Weitere Edelgase und Bestandteile nehmen zusammen deutlich weniger als 1% ein. Klimaschutz? Die Klimaagenda möchte, dass wir uns als einer von vielen wahrnehmen. Das Kollektiv rückt immer mehr in den Vordergrund. Das Individuum soll sich unterordnen. Das ist das Gegenteil von Freiheit. Denn nur glückliche Individuen sind Grundlage einer starken Gemeinschaft. Klimaneutralität ist ein Gespenst in den Köpfen einer irrwitzigen Ideologie selbsternannter Eliten, deren Ziele nur den eigenen Machterhalt und Sicherung ihres persönlichen Wohlstandes dienen. Wir brauchen mehr nachhaltigen Umweltschutz statt einem sinnbefreiten Klimaschutz.